Tarkov Interessierten, was geht ab bei euch? Tarkov hat mit dem neuen Vibe ein neues Visier reingebracht. Und dieses neue Visier habe ich als absoluter Tarkov-Freak mittlerweile und Süchtling natürlich ausprobiert. Und musste feststellen, vielleicht ist es ein bisschen zu stark. Es kostet 500.000 Rubel. Das heißt, es kostet mehr als eine Meta M4. Kostet mehr als eigentlich die teuerste Waffe, die ihr spielen könnt. Ist aber für Karten wie Woods, Lighthouse, Shoreline unfassbar krass. Und warum man damit eigentlich rumläuft, als würde man cheaten, das seht ihr in der Runde. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hatte es auf jeden Fall. Wenn euch diese Videos von Tarkov gefallen, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Würde helfen, dass ich weiß, dass ich damit weitermachen soll. Viel Spaß damit. Ja, dann kommt nach Hamburg. Von mir aus. Hauptsache Lena ist da. Ich habe auch schon einen Silvesterdress für Lena hier. Wie reagiert deine Tochter so auf Kälte? So, wenn man wenig anhat und sehr kalt ist. Ah, das war ein Scherz. Ich hab's für dich. Ah, tolles Wetter. Einmal kurz wieder hochstellen, die Grafikoptionen. Ja. Wunderbar. Der Bitcoin. Marienka? Ja. Die Mine. Ich stempel gleich meinen Berg da vorne wieder. Hast du vor uns reingesehen? Nein. Also was jetzt für ein Gerücht herkam, ich weiß nicht. Auf mich snap, ja? Bei dir direkt, oder? Ich seh's nicht, ja. Ich seh's. Scheiße. Ach, du bist ja gar nicht auf dem anderen Berg drin gucken, oder? Doch, unten. Doch, er war einen über dir. Einer? Okay, ja, den hab ich, den meine ich, genau. Hab auch noch einen gesehen. Kam der so schnell hier drauf? Du bist hinter mir auf dem Berg, ja? Ah, du kommst. Ich komme jetzt zu dir. Ja. Puh, wie kam der hier oben drauf? Er ist doch hier schnell gespawnt, ne? Ja, aber im. Unten, unten. So, zwei weniger Chat. Nur noch die Hälfte. Let's fucking go. Oh, der sieht richtig aus. Wenn du möchtest, kannst du ihn unten looten, ne? Guck ihn mir an, aber loot ihn nicht. Okay. OP-SKS, aha. Okay, er sah dicker aus von Weiden. Ist er aber nicht, oder was? Nee. Ja, okay. Du darfst ihn looten, wenn du möchtest. Er sah wegen den Klamotten, dachte ich auch schon direkt so, aber gut. Na. Oh Mann. Naja. Also es gibt einen Gerüchtschat, wonach das Treyarch-COD ähnlich aufgeballt sein soll wie jetzt das neue MW, nämlich dass in COD 2025 sozusagen ein Black Ops 2 remastered ist, so wie wir jetzt ein MW 3 remastered bekommen. Alter, der hat meine Rüstung komplett zerschossen. Ja, und hat eine 3er Kirasa gehabt, wenn du die haben willst. Ich denke nicht, dass ich die haben möchte, um ehrlich zu sein.
Was hatte der hier, Chat? Ja, die ist auch kaputt. Shit. Hätte ich ihm nicht schneller einfach in den Kopf schießen können, hätte ich jetzt auch nutzen können. Gefühlt waren das alle hier in dem Spawn, ne? Sehr wahrscheinlich, ja. Rechts vor dir sehe ich was. Könnte ein Skeff sein. Ist ein Skeff. Brauchst du den noch? Wenn er auf die Straße läuft, ja, aber der läuft dann nicht auf die Straße, der bleibt immer da vorne. Also kannst du. Aber dass hier nur zwei Leute lang gehen? Naja, das Spawn hier, wo wir jetzt sind, und das Spawn hinten beim Strandhaus. Das sind ja die zwei. Chat, ihr glaubt gar nicht, wie schwer ich mich getan habe im ersten Wipe mit dieser Scheißquest. Bisher läuft besser. Ich überlege, ob ich so Richtung Tunnelberg mich bewege und da noch gucke, ob jemand zurückkommt. Ja. Oh, ist das Tunnel? Nee, schade. Im Ernst? Ja. Chat, von dem Sound gerade her, würdet ihr sagen, das ist da, wo ich hinguck oder da, wo ich jetzt hinguck? Ihr hört es im Game, im Stream genauso, wie ich es auf den Kopfhörern höre. Hast du ihn? Ja, beide. Naja, ich hab was gesehen, wie du ihn verlassen hast. Gott, das ist eigentlich nice. Da hat sich eine SVD angezogen. Das eine war eine SVD und der andere lag im Gras und hat gecampt. Naja. Let's fucking go. Ich dachte, der wäre tot. Ich habe ja durchs Dings geguckt. War halt rote Signatur, aber auf dem Boden liegt, ne? Also für mich war klar, der ist tot. Plötzlich steht der Wichser auf. So, keine Rüstung mehr, Chat. Let's fucking go, Alter. Gibst mir kurz so lange Deckung, wie ich die jetzt loote? Jetzt probier von hinten, aber der Nebel macht mir nicht einfach. Diese beiden Wichser, Alter. So, Chat, wo habe ich den jetzt gekillt? Oh, fuck. Hab ich den? Da. Eins und zwei, glaube ich. Das ist der mit der SVDS. Die bringe ich dir mit, die darfst du haben. Danke. Chat übrigens Level 39, ne? Sitzt mit einer Impact-Granate am Boden und campt sich einen ab. Und einem Marker. Der ist bei dir drüben und einer gerade beim Charlie eine Red gezündet. Also. Mhm.
So. Ja, wollen wir raus? Ja. Let's fucking go. Chat, ich war 100% sicher, dass der Bree tot ist. I mean, er lag da einfach. Daddy, daddy, da. Daddy, daddy, da. Ich krieg einen Ständer, oh ja. Ja, Carsten, ich krieg einen Dauerständer aktuell. Guck mir nicht so an. Das Ding ist, wenn der beim Chalet den Red zündet, dann geht er doch, sag mal, dann geht er doch 100% bei uns raus, oder nicht? Kann ja auch ein Skeffler gewesen sein. Ja, das stimmt. Er sieht ja einen Gegner. Er leuchtet rot. Guck mal, Chat, warum sollte ich das hier nehmen, anstatt das hier? Viel besser. Warst du das? Ja. Ich bin das nicht. Hä? Wieso? Mit der Midi auf Metall schlagen, hört sich an wie Schüsse. Ja, wie hast du so viel Schaden am Körper? Ja, von deinem Schuss. Ich hab keine Ahnung mehr gehabt. Hä, sag doch was. Nö. Ich wollte sehen, wie sich leiden muss wegen dir. Was ist das bitte für ein Scope? Das haben sie mit diesem Vibe neu reingebracht. Das ist ein Elkan Thermalvisier. Kostet 512.000 Rubel, ist aber besser als das Flier. Und zusammen mit einer SR als DMR macht das richtig Fun damit. Vor allen Dingen auf Lighthouse, wo die Hälfte der Spieler in einem Busch sitzt. Ich zeig dir sofort, wo du es kriegst. Chat, gestern waren es noch 20, die mir fehlten. Heute sind es noch 8. Moment. What? Was? Ich habe 5 getötet. Ich hab Kalten meinen Mate nicht gekillt. Ach, ich hab deinen. Doch, hat er. Hä? Du bist gerade mit mir rausgegangen. Nein.